Hey Freunde und willkommen zurück zu einem neuen XP-Map-Clip. Schnacken wir gar nicht lange rum, denn wir wollen ja alle noch ein paar Level machen. Starten wir das Ganze einfach mal, indem wir hier auf die Lupe gehen und uns dann den XP-Map-Code eingeben. Nicht wundern, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Starten wir hier einfach die Eingabe. Das Ganze wäre die 11969673308. So sieht das Ganze aus. Starten wir das Ganze einfach mal. Für die Leute, die meinen letzten Clip geguckt haben, werden sicherlich erkennen, dass das dieselbe Map ist, mit einem feinen Unterschied. Starten das Ganze einfach mal. So sieht das Ganze aus. Das wählen wir dann aus. Jetzt wählen wir natürlich noch privat aus, denn wir wollen das Ganze alleine machen. So, kurz privat, zack. Wählen wir das Ganze hier aus. So, jetzt starten wir das Ganze und dann sehen wir uns gleich auf der Map wieder. Hier auf der Map angekommen, spawnt ihr einfach random irgendwo. Ihr müsst als erstes hier zu dem Haikopf, und zwar direkt hier oben an die Spitze, dorthin. Dort bewegen wir uns kurz hin. Nur durchs Rumlaufen bekommt ihr auch schon XP, so wie ihr gerade gesehen habt. So wie ihr hier seht, zack. Bewegen wir uns hier direkt zur Schnauze. Beziehungsweise an die Spitze, dann haben wir hier unten ein blaues Boot. Hier bewegen wir uns erstmal rauf. Also hier direkt aufs Boot. Jetzt machen wir einfach ein Emote, irgendeins, total egal. Dadurch aktivieren wir das Ganze jetzt hier. Springen wir hier kurz ins Wasser, bewegen uns hier ins Maul rein. Und zwar haben wir hier vorne gleich einen Schalter, den müssen wir kurz einmal aktivieren. So, aktivieren kurz. Zack, jetzt sind wir hier wieder zurück. Als nächstes haltet ihr euch am besten hier an diesen Ananaskopf. So sieht das Ganze aus. Dreht euch dann am besten nach rechts weg, beziehungsweise bewegt euch auch am besten hier auf dieses Dach. So, genau hier rauf. So, dass wir in Richtung Ananas gucken. So. Jetzt drehen wir uns nach rechts weg, gucken hier nach unten, denn wir müssen hier unten zu dem rosanen Schirm. Dann bewegen wir uns kurz hin. Gehen hier runter, machen jetzt hier einfach irgendein Emote, total egal welches, drehen uns dabei nach rechts weg. Zack, und wie ihr seht, haben wir hier dann Fragezeichen. Hier interagieren wir kurz und kommen dann hier auf eine neue Map. Hier haben wir einen Timer, den müssen wir erstmal kurz aktivieren, damit das Ganze hier losläuft. So, jetzt können wir hier natürlich rumlaufen, um XP zu machen in der Zeit, wo wir abwarten. Oder wir bewegen uns jetzt hier einfach hoch. Denn hier können wir noch AFK-XP anschalten. Dazu müssen wir hier einfach nur rüber. Wie ihr rüberkommt, ist total egal. Ihr könnt auch unten lang laufen. Total egal. Jetzt haben wir hier links und rechts einen Fisch. Wir müssen zu dem rechten. Hier haben wir wieder ein Fragezeichen. Interagieren. So, und wie ihr seht, haben wir damit die AFK-XP eingeschaltet. Jetzt warten wir einfach nur die Zeit ab. Ich pausiere das Ganze hier jetzt einfach mal. Und sobald das abgelaufen ist, sehen wir uns dann gleich wieder. So, jetzt ist die Zeit hier kurz vorm Ablaufen. So sieht das Ganze dann offen aus. Hier laufen wir jetzt einfach nur rein. Wie ihr seht, habe ich schon ein Level gemacht. Etwas über ein Level sogar. Aber egal, jetzt laufen wir hier rein. Jetzt haben wir hier links und rechts ein Gebäude. Wir machen das genauso wie beim letzten Mal. Ich fange mit links an und wir wechseln dann jedes Mal das Gebäude. Als erstes müssen wir hier einfach rüber. Hier die Treppe hoch, lauft nicht zu weit. Dreht euch jetzt hier einfach um. Guckt hier nach oben. Zieht euch hier hoch, lauft nicht weiter, dreht euch nach rechts und dann haben wir hier wieder ein Fragezeichen. Hier kurz interagieren und dann gehen die XP hoch. Als nächstes bewegen wir uns rüber zum anderen Gebäude. Dazu müssen wir einfach hier unten in das Gebäude rein. Hier einfach Tür öffnen, nicht zu weit laufen, wir müssen hier zum Feuer. Hier kurz interagieren und damit gehen auch die XP wieder hoch. Drehen wir uns um, laufen zurück zum anderen Gebäude. Und zwar müssen wir jetzt hier in den ersten Stock. Dazu laufen wir hier einfach nur die Treppe hoch. Drehen uns hier zur Seite, laufen hier die Tür raus. Drehen uns dann sofort nach links. Und zwar hier zum Schild und interagieren hier. Jetzt springen wir hier einfach runter, bewegen uns hier rüber. Jetzt müssen wir hier oben rein. Ziehen wir uns einfach hoch, gehen hier einfach rein. Dann haben wir hier eine Fackel. Haltet euch einfach hier neben der Fackel an das Regal. Interagieren kurz.
Zack. Und dann gehen auch die XP wieder hoch. Jetzt laufen wir hier rüber. Denn jetzt haben wir hier den letzten Point, den wir aktivieren können. Dazu müssen wir hier einfach nur zu dem Regal. Denn hier zwischen Regal und Wand haben wir den letzten Point. Den aktivieren wir kurz. Zack. Und dann gehen auch die XP wieder hoch. Jetzt warten wir einfach nur noch ab, bis wir unsere AFK-XP nur noch bekommen. So wie in diesem Fall bekomme ich jetzt nur noch meine AFK-XP. Jetzt können wir hier einfach rausgehen und einfach eine neue Runde starten, wenn ihr das wollt. Also wenn ihr mehr XP braucht. Ich in meinem Fall gehe jetzt hier einfach raus, zack, und wie ihr seht, bin ich ganze 2 Level aufgestiegen. Wem ich auch zu ein paar Level verhelfen konnte, kann mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und bis dahin sehen wir uns dann zum nächsten Clip. Ciao!